Willkommen zu meinem Podcast Die digitale Bildungsrevolution. Mein Name ist Jörg Dreger. Ich bin Vorstand der Bertelsmann Stiftung für Bildung und Digitalisierung. Und vielleicht haben Sie schon die eine oder andere Folge meines Podcasts gehört. Da ging es um Geschichten aus der digitalen Bildung, um den Versuch, Ihnen ein Stück näher zu bringen, dass digitale Bildung viel mehr ist als ein Tablet in der Hand oder ein Smartboard an der Wand. Dass es vielmehr unsere Gesellschaft verändern kann, die Bildung verändern kann, die Art, wie wir lernen, verändern können. Ich habe 6 verschiedene Geschichten in den letzten Wochen in meinem Podcast erzählt, in eben 6 Folgen. Und das hatte einen Grund. Denn es gibt 6 relevante Effekte, wie die Digitalisierung die Bildung verändert. Bei meinem Podcast hatte ich das eine oder andere Feedback bekommen und bin gebeten worden, noch einmal alles in einem zusammenzufassen. Und das will ich in der heutigen Folge tun. Wenn Sie wollen, ist es gewissermaßen ein Abbinder oder vielleicht für diejenigen, die noch nicht reingehört haben, ein Auftakt und ein Stück ein Neugierigmacher für die anderen 6 Folgen. Ich habe begonnen mit der Demokratisierung der Bildung. Ich hatte die Folge Truhns 412 genannt und es ging darum, dass schon vor einigen Jahren 2 Stanford-Professoren ein Experiment starteten und ihre Vorlesung zur künstlichen Intelligenz ins Internet stellten. 160.000 haben damals mitgemacht. Was die 412 mit der Geschichte zu tun hat, da müssen Sie schon reinhören in die eigentliche Folge. Aber es ging eben um die Demokratisierung oder die Massifizierung der Bildung. Also die Chance, dass Digitalisierung ermöglicht, dass eben die Einführung in der künstlichen Intelligenz von Sebastian Truhn nicht nur von 30 Studierenden im Hörsaal der elitären Stanford University gehört werden kann, sondern von Hunderttausenden in aller Welt, auch wenn sie es nicht nach Amerika oder nicht an die Stanford University geschafft haben. Meine 2. Folge ging nicht um die Demokratisierung der Bildung, sondern um die Personalisierung der Bildung oder die Personalisierung des Lernens. Denn eine Herausforderung bleibt bei dieser Demokratisierung. Die Vorlesung im Internet der künstlichen Intelligenz, die wird nicht gerade einfacher, wenn ich sie als Video- oder Selbstlernübung mache. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Es ist nämlich auch die gleiche Vorlesung für alle. Und die Frage, die man sich stellt, ist, gelingt es, Bildung besser auf den Einzelnen zuzuschneiden? Eben die Personalisierung des Lernens. Und eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer schafft das in einer kleinen Gruppe von Schülern. Sitzen da 12 Schüler im Kreis, kriegt jeder seinen eigenen Lernplan und jede Schülerin und jeder Schüler kann im eigenen Tempo voranschreiten. Keiner langweilt sich, weil er auf den anderen wartet. Keiner ist überfordert, weil die anderen schon viel schneller sind. Bei 30 Schülern in der Klasse wird das schon schwierig, bei 300 im Hörsaal unmöglich und bei 100.000 bei der Internetvorlesung erst recht. Und da hilft eben Digitalisierung, weil sie Lernen personalisieren kann, weil sie dafür sorgen kann, dass jeder Lernende, ob Schüler oder Student oder Erwachsener, genau die richtige Bildung passend für die Fähigkeiten und für den Lernstand des Einzelnen zugestellt bekommt. Und dem Computer, der das ausrechnet, welche Bildung passt, an welcher Mathematikaufgabe man dann knackt und sie bewältigen kann, dem Computer ist es egal, ob er diese Personalisierung für 100 oder Hunderttausende vornimmt. Die Geschichte heißt die plus 50% der School of One. Und dafür müssten Sie wieder in die Folge reinhören, um zu wissen, worum es bei den 50% geht. Wir hatten also die Demokratisierung, die Verfügbarmachung von Bildung überall, die Personalisierung, dass sie für den Einzelnen passt. Und dann bin ich zu meiner 3. Folge gekommen, denn auch wenn Bildung zugänglich ist, demokratisiert, wenn sie personalisiert ist, dann kann sie immer noch verdammt langweilig sein. Meine 3. Folge hatte ich genannt, die verlorenen 2 Drittel. Und es ging eben gerade um die Schülerinnen und Schüler in einer Schule,
die von der Grundschule bis zur Pubertät irgendwie die Lust am Lernen verlieren, während ein Drittel so ganz vernünftig durchkommt. Und ich habe in der Folge die Analogie zu Spiele, zur Computerspieleindustrie gezogen und habe gesagt, wie kann es sein, dass Kinder teilweise also festgeklebt an der Spielkonsole stundenlang spielen und versuchen, besser zu werden und ehrgeizig sind und alles ausprobieren und beim Lernen nach 5 Minuten die Lust verlieren und irgendwie keine Energie zum Durchhalten haben. Und in meiner Folge, die verlorenen 2 Drittel, versuche ich zu begründen, wie oder zu zeigen, wie Digitalisierung Lernen spielerischer gestalten kann. Und zeige eben, wie gute Lernsoftware die Elemente aus der Spieleindustrie aufgreift. Und ich sage, Lernen darf nicht nur Spaß machen, es muss sogar Spaß machen, denn die positiven Emotionen, die ich beim Spaß verspüre, das sind genau diejenigen, die dafür sorgen, dass die Ergebnisse des Lernens besser sich im Gehirn verankern. Also Demokratisierung, Personalisierung und Motivation und spielerisches Lernen sind die ersten 3 Effekte. Der 4. Effekt, den habe ich genannt Kenner kennen. Und worum ging es da? Es ging um das Lernen ohne Lehrende. Also ohne Lehrerinnen oder Lehrer, ohne Professoren oder Professor. Selbstorganisiertes Lernen der Schülerinnen und Schüler oder der Studierenden untereinander. Und wer in die Folge reingehört hat, der weiß, dass es so ganz problembehaftet fast begann. Nämlich ein Professor in Michigan stellte sich die Frage, wie er Zehntausende von Essays, die Studierende in seiner Online-Vorlesung geschrieben hatten, denn korrigieren würde. Und er hat gesagt, ach Mensch, also warum können das die Studierenden nicht gegenseitig? Hat dabei festgestellt, dass durch dieses gegenseitige Korrigieren die Studierenden auch noch mehr gelernt haben und daraus dann eben etwas entwickelt, wie man strukturiert miteinander lernt und dafür nicht unbedingt einen Lehrer oder eine Lehrerin braucht. Und ich habe gesagt, früher hieß es Wissen, Wissen, dann hieß es Lernen, Lernen, also sich selbst beizubringen, wie man sich immer wieder was beibringt. Und jetzt geht es darum, Kenner zu kennen. Also die Frage zu beantworten für sich in seinem Leben, ob man ein Netzwerk hat von anderen, die etwas können, mit denen man zusammen lernen kann. Das war der 4. Effekt. Ja, und dann in der 5. Folge ging es wieder stärker um die Daten. Und zwar die Frage, wie orientiere ich mich im Dschungel der viel zu vielen Optionen? Also ein Lernender, ein Studierender in meinem Beispiel steht vor der Auswahl von Hunderten von Vorlesungen, die man an der Universität belegen könnte und hat aber keine Ahnung, welche man bewältigt und welche den Interessen genügt. Und da habe ich von der Austin Peay State University bis zur Arizona State University Beispiele gebracht, wie Hochschulen in Amerika vermeintlich intelligente Software nutzen, die den Studierenden eben Rat gibt und ihnen sagt, die Einführung in die Psychologie, die bestehst du mit einer Wahrscheinlichkeit von 87%, die Einführung in die Buchhaltung allerdings nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 32%. In Klammern, überleg dir also genau, was du studierst, wenn du Erfolg haben willst. Hier ist wieder Digitalisierung, intelligente Software, die anhand von Daten versucht, eben Orientierung und Hilfe zu geben. Das heißt, die Effekte, die wir jetzt hatten, war die Demokratisierung, die Verfügbarmachung der Bildung, die Personalisierung, dass sie passt, das Motivierende, dass sie spielerisch wird, das Lernen, dann dieses Peer-to-Peer-Lernen, also das, wo man ohne Professor gemeinsam lernt oder ohne Professorin. Und der 5. Effekt, dass einem Digitalisierung dann auch noch den Weg zeigt, wie ich über die verschiedenen Lernoptionen, seien es Vorlesungen oder seien es Weiterbildungsseminare, zu einem Ziel komme, nämlich zu einem Bildungsabschluss. Ja, und wenn ich was gelernt habe, dann kann ich was. Und in meiner allerletzten Folge, die
ich genannt habe, die 20 Minuten von NAC, ging es darum, wie ich aus dem Gelernten dann auch noch den richtigen Job finde. Das heißt, die Frage, wie Digitalisierung helfen kann, jenseits von Hochschulabschlüssen oder irgendwelchen Zeugnissen und Praktika oder Ähnlichem, mir und natürlich auch dem Arbeitgeber aufzeigen kann, welche meiner Kompetenzen auf welchen Job gut passen oder beziehungsweise vielleicht auch nicht passen. Und NAC, die in der Geschichte vorkommen, das ist ein Computerspielunternehmen, was aber eben nicht Computerspiele des Spielens wegen macht, sondern eben um die Kompetenzen eines Einzelnen zu erfassen und auf Jobprofile zu matchen und aus dem Matching zu sagen, passt oder passt nicht so gut. Und was das mit den 20 Minuten wieder auf sich hat, da müssten Sie wieder in die einzelne Folge reinhören. Und ich sage Ihnen schon jetzt, dass wenn man sich das anhört, dann ist es so ein bisschen zwischen Faszination, was möglich ist, und dem Horror, was eben auch möglich ist. Ja, und das sind jetzt die 6 Effekte der digitalen Bildung gewesen. Also die Demokratisierung, die Verfügbarmachung, der erste. Der zweite, die Personalisierung, also das Passende. Das dritte, die Motivation, das Spielerische. Das vierte, das strukturierte Miteinanderlernen, sich gegenseitig helfen. Das fünfte, den Weg mittels intelligenten Systemen durch den Bildungsdschungel zu finden, also die Orientierung. Und das sechste, das Matching, also von der Kompetenz, die man hat, weil man etwas gelernt hat, zum richtigen Traumjob, der gut und richtig passt, zu kommen. Das war der Versuch, noch einmal den Überblick zu geben, den Abbinder oder vielleicht, wenn Sie die 6 Folgen noch nicht gehört haben, auch ein bisschen das Neugierigmachen für die Geschichten aus der digitalen Bildungswelt. Und ich ende, wie ich begonnen habe, nämlich mit der Bemerkung, da steckt viel mehr drinnen als das, was wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, dass Kinder mit Tablets in der Schule vielleicht arbeiten und der Unterricht über eine Videokonferenz ins Kinderzimmer gezoomt wird. Denn das, was ich beschrieben habe, kann wirklich unsere Welt ein Stück offener und gerechter machen. Menschen in Entwicklungsländern können plötzlich hochkomplexe Vorlesungen hören, an die sie früher nie gekommen sind. Menschen, die noch hinterherhinken, können dank Personalisierung und spielerischem Lernen Dinge erlernen, die ihnen früher vielleicht erschlossen wären. Menschen, die keinen Zugriff auf Lehrer oder Professorinnen haben, können untereinander sich zum Lernen organisieren. Und diejenigen, die keine Eltern haben und ihnen sagen, ich weiß, was für dich gut ist, ich habe das alles selber durchgemacht, ich kann dir helfen, denen steht Computersoftware zur Verfügung, die ihnen eben diese Unterstützung gibt. Und zum Schluss, wer vielleicht in einem Entwicklungsland was kann, aber bisher nie die Chance hatte zu zeigen, dass er oder sie es wirklich kann, der hat jetzt die Chance, mittels Computerspielen wie von NAC die Kompetenzen zu beweisen und den begehrten, hochbezahlten Job zu ergattern. Digitalisierung verändert nicht nur unsere Bildung, sondern unsere Gesellschaft als Ganzes. Wenn Sie Lust haben, in den Shownotes gibt es wieder ein paar Referenzen und all das, was ich Ihnen erzählt habe, stammt aus dem Buch »Die digitale Bildungsrevolution«, was ich vor einigen Jahren mit meinem Kollegen Ralf Müller-Eiselt geschrieben habe. Wenn Sie Lust am Lesen haben, dann dort gerne. Wenn Sie Lust am Zuhören haben, dann gibt es ja noch ein paar Folgen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich, wenn Sie vielleicht mir auch den einen oder anderen Kommentar auf Twitter oder LinkedIn zu diesem Podcast schicken. Herzlichen Dank.